das ist ja eine ganz ruhige Waldgegend. Und da vor uns, da, in der geknickt wachsenden Lärche, das ist der Horst eines Schwarzstorches. Der Schwarzstorch braucht viel Ruhe, brütet im Wald und geht auf Nahrungssuche an einem flachen Fließgewässer und auch auf gemähten Wiesen. So, da ist er, der Horst. Hol das mal ein bisschen ran. So sieht er aus. Muss natürlich ziemlich groß sein. Dieser ist verlassen. Wir sehen, dass er ist nicht mehr vollständig. Aber hat mal der Brut gedient. Schon ein paar Jahre her. Und dann hat der Schwarzstorch das aufgegeben an dieser Stelle und hat sich woanders einen neuen Horst gebaut. Etwa 200 Meter da oben die Rehe. Die bellen jetzt, weil ich sie beunruhige. 200 Meter Luftlinie entfernt sitzt der neue Horst. Der ist hier. Den hat der Schwarzstorch in einer Buche angelegt. Nicht mehr in der Lärche, sondern in der Buche. Jetzt im Winter ist da natürlich kein Betrieb, das ist klar. Und ich werde jetzt auch nicht sagen, wo genau diese Horste sind. In welchem Waldbereich, das werde ich nicht sagen. In welchem Wald werde ich auch nicht sagen. Weil die natürlich keine Unruhe vertragen während der Brutzeit. Die Schwarzstörche. Ja, der Schwarzstorch ist halt sehr ruhebedürftig bei der Brut. Deswegen bedarf es solch abgelegener Waldgebiete wie diesem hier, wo während der Brutzeit kein Besucherverkehr ist. Natürlich dann auch keine Forstarbeiten. Also Ruhe herrscht. Und er braucht eben das Fließgewässer oder Wiesen für die Nahrungssuche. Der empfindliche Punkt ist in der Regel das ruhige Waldgebiet mit einem ausreichend guten Platz für Nestbau, also Bäume in irgendeiner Form dem Nest mit ihren Ästen Halt bieten, sodass er darauf bauen kann. Das ist in so einem recht naturbelassenen Wald wie hier gegeben. Wir sehen auch, hier steht eine Menge Totholz. Da vorne vor der Linse in der Mitte, Totholzbaum. Totholz bringt dem Schwarzstorch so nichts, da kann er ja kein Nest drauf bauen. Aber das ist wieder für den Schwarzspecht interessant. Wie für alle anderen Spechte natürlich auch. Und dann die Würde so eines Baumes hier. Ist dann schon beeindruckend. Ist auch noch ein qualitativ guter Stamm, der sicher noch irgendwann genutzt wird. Wobei das hier in der Nähe des Schwarzstorchnestes zumindest während der Brutzeit natürlich nicht erlaubt ist. An sich ist sogar 300 Meter Schutzzone. Da darf man dann gar keine Forstarbeiten vornehmen rund um das Schwarzstorchnest. So, der Horst eines Schwarzstorches ist relativ groß, wie halt ein Storchennest ist. Breit und er kann über die Jahre immer größer werden, vor allem auch höher. So, dass er irgendwann in seinem eigenen Gewicht runterbricht. Dieser ist halt noch jung, der Horst, das sehen wir, der ist noch durchlässig.
nicht sehr dicht. Das ist der Nachfolgehorst von dem zuvor betrachteten. Und wenn alles gut geht, wird er die nächsten Jahre größer, weil der Schwarzstorch immer wieder dazu baut in der Höhe, also in der Auskleidung. Und das ist hier halt ein sehr ruhiges Waldstück. Hier kommt praktisch nie ein Besucher vorbei. Das ist hier auch für Maschinen schwer zugänglich. Und deswegen hier so in 200 Meter Luftlinie Entfernung von dem anderen Horst, vielleicht auch 250, hat er scheinbar die Ruhe gefunden, um hier zu bauen. Wenngleich mir das sehr gewagt erscheint, da oben auf den dünnen Ästen. Aber gut, er hat es erstmal angefangen. Was der Schwarzstorch dann noch braucht, ist Fließgewässer. Das kann ruhig eine Ecke weg sein. Das sind also hier von diesem Standort bis zum Fließgewässer ungefähr einen Kilometer. Und da ist er dann auch zu sehen und geht hin und wieder da auf Fischfang oder eben andere Tiere als Nahrungsquelle. Ja, die Buchen sind tot, bleiben stehen als Totholz, als Lebensraum auch für den Schwarzspecht, der hier auch vertreten ist. Schwarzstorch und Schwarzspecht.